Dann unser drittes Thema, das wir uns jetzt noch, das ist so die Frage der Abrechnungsberatung oder des Themas, wenn ich mich jetzt niederlassen möchte, ich gehe also in die Niederlassung und fange an zu arbeiten. Wann kann ich denn als Arzt mit meinem Geld rechnen? Und bekomme ich immer das, wofür ich gearbeitet habe? Wie verdiene ich mein Geld? Das ist also tatsächlich im KV-technischen Sinne nicht so einfach. Das, was man vielleicht als erstes mal festhalten muss, dass ich das, was ich verdiene, nicht sofort gezahlt bekomme. Mhm. Das heißt, in der Regel dauert es ein Quartal, bis ich das Geld vom Vorquartal erhalte. Das ist gerade für jemanden, der jetzt neu gründet, eventuell ein erhebliches Problem. Weil die Kosten starten sofort, die Mitarbeiter wollen sofort bezahlt werden, die Miete muss sofort bezahlt werden, von der KV bekomme ich aber zeitverzögert erst mein Geld. Wenn ich neu starte, müsste ich also in meinen Augen wirklich zeitnah, nach einem Monat beispielsweise, bei der KV anrufen, durchgeben, ich habe jetzt dieses Quartal schon 300, oder diesen Monat schon 200 Patienten behandelt, schickt mir mal einen ersten Abschlag. Und dann schicken die mir erst das Geld und so langsam beginnt der Zahlungsfluss. Also ein Abschlag bedeutet, ich bekomme eine Vorauszahlung auf das, was mir eigentlich zusteht, wenn ich der KV auch rechtzeitig eine Meldung durchgebe und sage, meine Patientenzahl in diesem Monat hat Summe X überschritten oder hat bedeutet so und so viele Patienten. Genau, also dann kann ich schon mal einen ersten Abschlag erhalten, weil ansonsten die endgültige Abrechnung, die ist ein Quartal verzögert. Ich kriege die endgültige Abrechnung fürs erste Quartal beispielsweise im Juni. Wäre also wieder ein Liquiditätsthema für die betriebswirtschaftliche Planung. Ne? Unbedingt, da sind Sie dann auch wieder gefragt. Also die Frage wäre dann tatsächlich, kann ich denn rechtzeitig zum Beispiel bei einer Übernahme, also ich übernehme eine bestehende Praxis mit der KV, also mit meiner Interessensvertretung, mit meiner Abrechnungsstelle sprechen und die sagt mir, ja, du bekommst genau das, was dein Vorgänger auch hatte. Ist das heute noch möglich? Nicht genau das, aber tatsächlich kann ich beantragen, die Fallzahl, die mein Vorgänger bekommen hatte, die übernehmen zu können und auf der Basis Abschläge auch zu erhalten. Okay. Die kriege ich nicht in voller Höhe, da wird dann immer noch ein Sicherheitsabschlag und Rückbehalt von der KV vorgenommen. Dann kriege ich halt nur 80% dessen, was der Kollege vorher ausbezahlt bekommen hat. Aber das kriege ich erstmal, weil die KV davon ausgeht, dass ich im Wesentlichen die Scheinzahl halten werde, die mein Vorgänger auch hatte. Okay. Und dann melde ich und dann kann ich dafür sorgen, dass vielleicht der nächste Monat schon besser vergütet wird. Genauso ist es. Okay. Das ist auch der große Vorteil gegenüber der Neugründung. Das muss man ganz klar sagen, weil ich die Zahlungsflüsse da schon sehr viel besser planen kann, als das bei einem Neustart der Fall ist. Wir können die Zahlen übernehmen. Wir haben relativ, deshalb gibt es dieses Thema Bedarfsplanung ja tatsächlich. Ja. Wir wissen, das haben Sie gerade gesagt, wie viele Patienten kommen in der Region in die Praxis, also wie viele Patienten sind pro Arzt geplant. Und damit hätte man eigentlich als Arzt eine relative Sicherheit. Die ist aber natürlich nur relativ, wenn wir hören, was Sie da gerade ausgeführt haben. Also die Frage wäre dann, muss ich noch etwas anderes beachten oder kann ich immer davon ausgehen, dass ich genauso abrechnen kann wie mein Vorgänger? Mitnichten. Da ist es wirklich auch in meinen Augen gar nicht verkehrt, die KV mit ins Boot zu holen. Die haben recht gute Abrechnungsberater, die können das simulieren, weil es kommt für die Frage, was kann ich abrechnen, auch darauf an, was habe ich für persönliche Qualifikationen. Wenn ich bestimmte Zusatzbudgets, Sonografie oder Akupunktur mangels Qualifikation nicht abrechnen kann, dann kann das ganz erhebliche Auswirkungen auf das zu realisierende Budget haben. Stellen wir uns vor, ich bin Orthopäde und verfüge nicht über die Zusatzqualifikation Akupunktur. Die Akupunktur ist wirtschaftlich für viele Orthopäden enorm bedeutsam. Das können schnell mal 10.000, 20.000 Euro pro Quartal sein, die nur auf die Akupunktur entfallen. Wenn ich die jetzt also nicht abrechnen darf, dann passt natürlich die ganze betriebswirtschaftliche Kalkulation, die ich vorher aufgemacht habe, nicht mehr. Genau. Das heißt, ich muss mich wirklich bei der KV vorher erkundigen, kann ich mit meinen Qualifikationen, mit meinen Zusatzbezeichnungen, all das an Budgets auch abrechnen und Abrechnungsziffern abrechnen, was mein Vorgänger abgerechnet hat, damit ich da nicht hinterher ein böses Erwachen erlebe. Also neben der betriebswirtschaftlichen Planung, die das ja auch beinhaltet, und da sieht man, wie eng diese beiden Themen Recht und Betriebswirtschaft zusammenhängen, auf der einen Seite, also die Unterlagen des Abgebers rechtzeitig zu bekommen, dass wir eben, ich nehme nochmal diese optimalen 9 Monate, dass wir in den 9 Monaten diese ganzen Themen auch überprüfen können, aber natürlich auch die rechtliche Seite. Und dann nochmal meine Frage, inwieweit können Sie dieses Thema Abrechnungen, KV, mit begleiten, also mit beraten?
Also was die Abrechnungsplanung anbetrifft, sind wir tatsächlich schon auf die Zuarbeiter-KV angewiesen. Mhm. Die können das besser simulieren, als ich das kann, das können, weil die entsprechende Software haben. Das ist für die sozusagen ein paar Klicks entfernt und dann wissen die das richtige Ergebnis. Die Abrechnung ist etwas, was uns hier beschäftigt, vor allen Dingen dann, wenn es schief geht. Das heißt, es ist ja leider nicht so, dass ich mir nur Gedanken darüber machen muss, wie ich das Geld bekomme und wann ich es bekomme, sondern ich muss mir auch Gedanken darüber machen, wie ich es behalte. Das heißt also, es gibt so etwas wie Wirtschaftlichkeitsprüfung, es gibt Plausibilitätsprüfung, das sind jetzt alles abstrakte Begriffe, aber die KV, die prüft ständig, ob ich allen Reglementarien entsprechend abgerechnet habe. Und wenn ich da etwas versäumt habe, zu viel abgerechnet habe, unwirtschaftlich behandelt habe, ich werde verglichen mit dem Durchschnitt, wenn ich viel mehr mache als der Durchschnitt, ist das ein Indiz dafür, dass ich unwirtschaftlich behandelt habe. Mhm. Meinen Leistungen sind Zeitprofile hinterlegt, das heißt, es wird immer geguckt, wie viele Stunden, Minuten hat der Arzt pro Tag gearbeitet. Mhm. Wenn er insgesamt mehr als 12 Stunden gearbeitet oder abgerechnet hat, dann wird eventuell all das, was darüber hinausgeht, gekürzt. Ich darf nur 46.800 Minuten pro Quartal abrechnen an Leistung. All das sind Dinge, die natürlich jemandem, der von der Klinik kommt, völlig fremd sind. Mhm. Und wenn ich mich darüber nicht beraten lasse und im Vorfeld auch darauf achte, dann kann das wirklich passieren, dass ich hinterher einige Quartale oder sogar Jahre, bis zu 4 Jahre später, einen Regress erhalte, der ganz empfindlich ist. Mhm. Und dann ist häufig der Anwalt gefragt, um da das Kind aus dem Brunnen zu holen, was dann nicht so einfach ist, ehrlich gesagt. Also an der Stelle auch dann nochmal der Hinweis, lieber vorher mit dem Anwalt gemeinsam planen, diese Dinge mal ansprechen und vielleicht auch der Hinweis von Ihnen, tatsächlich die Abrechnungsberatung der KV mit in Anspruch zu nehmen. Absolut. Und nicht schon an erster Stelle zu sagen, das ist das für mich jetzt noch nicht interessant. Nein. Da kommen wir wieder auf die langfristige Vorbereitung der Planung einer Niederlassung. Diese Dinge sollte ich mit einbeziehen und vernünftig planen, damit ich hinterher da keine Probleme habe. Ja. Jetzt haben wir sehr, sehr viel gehört. Das sind sehr komplexe Themen. Ich glaube aber, unsere Zuschauer haben einen guten Einblick bekommen darüber, welche Möglichkeiten habe ich, was diese 3 Themen angeht. Also wir haben die Themen Abrechnung und KV besprochen. Wir haben in zweiter Instanz das Thema Zulassung und Bedarfsplanung besprochen und an erster Stelle nochmal den Übernahmevertrag genannt. Herr Wappendorf, ich darf mich ganz recht herzlich bedanken für die Zeit, für die Einladung hier in Ihre Kanzlei. Ich hoffe, dass wir noch 2, 3, 4 ähnliche Aufnahmen machen können gemeinsam, um diese Themen, die Sie gerade angesprochen haben, noch mal ein bisschen zu vertiefen. Ich glaube, da gibt es jede Menge Bedarf. Bedanke mich an dieser Stelle. Wir werden die Informationen zu Ihrer Kanzlei, zu Ihrer Person auf jeden Fall einstellen und wenn sich dann jemand an Sie wendet, ich glaube, dann ist er in sehr, sehr guten Händen. Vielen Dank nochmal und auch an Sie nochmal alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und denken Sie immer dran, bleiben Sie gesund, aber tun Sie auch was dafür. Ja. Bis dahin, tschüss. Tschüss.